Donnerstagmorgen, 3.10 Uhr. Unsere Mannschaft trifft sich in aller Frühe in der Freud Arena. Der Grund? Nur 10 Minuten später geht's los ins Trainingslager nach Algorfa. 29 Spieler sowie das Trainer- und Funktionsteam machen sich auf den Weg nach Spanien, um sich unter optimalen Bedingungen auf die Rückrunde vorzubereiten. Also na klar, sind alle müde um die Zeit. Also gerade geht's, muss ich sagen, nach der frischen Luft. Aber ich würde schon sagen, dass man sich auch darauf freuen kann. Ich glaube, die Tage, schönes Wetter haben wir. Die Tage werden bestimmt anstrengend. Wir wollen gut arbeiten, aber so ein Trainingslager 10 Tage mit den Jungs ist auch immer mit Spaß verbunden. Die Voraussetzungen, die wir haben, sind top. Das Essen war immer gut, die Plätze waren überragend. Also auch so, glaube ich, was wir neben dem Training machen können an Möglichkeiten, haben wir da schon super Bedingungen. Vorher galt es allerdings noch, den Flug ab Memmingen nach Alicante zu absolvieren. Um 6.40 Uhr ging es los und nach etwas mehr als 2 Stunden Flugzeit hieß es: Hallo, warmes Spanien. Nachdem das Gepäck verstaut war, ging es wieder in den Bus. Und bei bestem Wetter machte sich unsere Mannschaft auf den Weg ins La Finca Resort in Algorfa, in dem dann die Zimmer bezogen werden konnten, die unsere Spieler bis zum 22. Januar ihre Heimat nennen dürfen. Nach einer verdienten Mittagspause rief Cheftrainer Frank Schmidt zum ersten Training. Einen kurzen Spaziergang vom Hotel zum Platz später ging es für unser Team erstmals auf den grünen Rasen, der neben den anderen Bedingungen im diesjährigen Trainingslager in Algorfa zu überzeugen wusste. Ich glaube, wenn man sich die Plätze erstmal so anguckt, glaube ich, kommt man mit einem breiten Grinsen her. Und ich glaube, das wird eine gute Grundlage dafür sein, wie wir in den nächsten Tagen arbeiten können. Und wunderschön Sonne, besser als in Deutschland. Es gibt also genug Grund für gute Laune, die morgen noch besser werden könnte. Dann bestreitet unsere Mannschaft nämlich ihr erstes Testspiel. Das gegen Viktoria Pilsen um 15 Uhr.